jetzt wird der Freistoß ausgeführt werden. Mit links von Dirk Lottner in den 16-Meter-Raum hinein. Zweiter Pfosten. Kurt, Tor! Markus, ich liebe Rupfers Oberhausen. Kurt mit seinem fünften Tor gegen die Oberhausener in den letzten vier Spielen gespielt. 34 Minuten und es steht 1:1. Eine Standardsituation musste her, um den MSV Duisburg wieder ins Spiel zu bringen. Dirk Lottner mit diesem butterweichen Freistoß hereingetreten aus 35 Metern, halbrechte Position, und Markus Kurt steigt unnachahmlich hoch. Der MSV Duisburg sollte vielleicht diesen Rückenwind nutzen, um jetzt die Oberhausener weiter unter Druck zu setzen. Es gibt Freistoß für Abdelaziz Handtuch und ich glaube, da hat Ralf Keidel sich sogar zu einer Tätigkeit hat hinreihen lassen gegen Abdelaziz Handtuch. So ist es. Ralf Keidel bekommt die rote Karte wegen einer Tätigkeit gegen Abdelaziz Handtuch. Jetzt gehen mit Ralf Keidel die Pferde durch. Der will sich gar nicht beruhigen. Beschimpft den Abdelaziz Handtuch als Schauspieler. Wird natürlich jetzt von der weiß-blauen Wand beschimpft. Und Ralf Keidel wird beschmissen mit Feuerzeugen. Jetzt klatscht auch noch höhnisch. Und dreimal dürfen Sie raten, wer das Tor erzielt hat. Markus Kurt war wieder zur Stelle. Sein zweites Tor am heutigen Abend. Und jetzt drehen Sie ja alle am Rad hier in der MSV Arena. Riesenstimmung. Dieses Spiel gedreht innerhalb von 4 Minuten. Und was war das für ein kurioses Tor? Ivo Grilic kriegt den Ball am 16er, spielt nochmal zurück auf Peter van Houten. Der spielt auf die linke Seite, ans linke Strafraumeck. Dann kommt die Flanke schön in den 16-Meter-Raum. Dann liegt auf einmal ein Oberhausen am Boden. Dann wird der angekündigt. Und der Ball kommt vom am Boden liegenden Oberhausener vor die Füße von Markus Kurt. War ein Zusammenprall und normalerweise spielt man den Ball dann ins Aus sofort. Aber da wir so eine gute Position hatten und er ganz frei zum Flanken kam, ist zwar unglücklich, ne, aber wenn du eine Torschance hast und du schießt den Ball dann ins Aus, das ist auch blöd. Ne? Der Trainer, der hängt dich auf dann hinterher. Und deswegen war es zwar unglücklich für Oberhausen, aber ich glaube, die hätten es genauso gemacht. MSV wieder im Angriff. Markus Anfang auf, Markus Kurt im 16-Meter-Raum. Abpraller, Anfang. Tor! Gerade warm geschossen, zweite Chance, 8. Minute, 1:0, MSV Duisburg. Ein schöner, vorgetragener Angriff. Markus Anfang mit dem Ball in den 16-Meter-Raum. Markus Kurt kann ihn nicht kontrollieren. Abpraller zu Abdelaziz Handtuch und der zögert nicht lange. Zieht ab aus 12 Metern, der Ball unten links rein ins Eck und es steht 1:0 für den MSV Duisburg. 13. Saisontor für den Marokkaner, für Aziz Ahanfou. Nächster Ball in den 16-Meter-Raum. Anfang, Tor! 2:0 für den MSV Duisburg. Markus Anfang. 11. Spielminute und es steht 2:0 für den MSV Duisburg. Und die Erfurter stehen daneben und schütteln nur den Kopf. Und Markus Anfang war am Donnerstag noch zu Gast bei uns bei Radio Duisburg im MSV Countdown und hat gesagt, ich habe noch kein einziges Profitor in der Bundesliga erzielt. Heute ist es soweit. Sonntag, 10. April, 15 Uhr und 10 Minuten. Und Markus Anfang macht seinen ersten Treffer im Profifußball. Und was für ein Ivanovic jetzt auch noch vorne drin für Andreas Voss und der MSV Duisburg schon wieder im 16-Meter-Raum. Anpfiff, Tor! Tor! Es geht Tor! Der MSV Duisburg wieder im Spiel. Abdelaziz Handtuch! 70. Spielminute. Der MSV Duisburg ist zurück und es kann auch was geben. Das hat er schön gemacht. Der Aziz ist schön durchgesetzt im 16-Meter-Raum. Hat sich den Ball zurechtgelegt und dann aus 15 Metern haut er das Ding flach unten rechts rein. Der MSV Duisburg ist wieder im Spiel. 15. Saisontor. Von Ahanfou, Dirk Lottner mit links reingebracht. Ahanfou, Tor! Ich werde wahnsinnig! Aziz Handtuch! 3:3 nach der 7. Ecke des MSV Duisburg. Ahanfou mit dem Kopf zur Stelle. Köpft das Ding genau unter die Latte aus 8 Metern. 16. Saisontor für Handtuch. In den 16-Meter-Raum, zweiter Pfosten geschlagen. Juppi Ivanovic direkt Abnahme. Tor! 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 Markus Kurt! Mit dem 4:3 für den MSV Duisburg. Und jetzt gibt es kein Halten mehr. Die ganzen Ersatzspieler, die ganze Trainerbank, sie rennen auf die weiß-blaue Wand zu. Zurück auf Aziz Ahanfou, der versucht auch sein Gegenspiel auszeichnen zu lassen. Ahanfou mit dem Schuss, Tor für den MSV Duisburg. Aziz Ahanfou, 9. Spielminute. Was hat er da wieder einen feinen Trick rausgeholt? Lässt sein Gegenspieler ganz alt aussehen. Georg Koch steht auf der Linie. Alexander Mayer läuft an. Koch hält das Ding. Was für ein Teufelskerl. Georg
Torschlag! Und jetzt ist es los! Jetzt ist es geschafft! Der MSV Duisburg ist wieder erstklassig und vor mir, da spielen sich Szenen ab. Der ganze Fanblock ist außer Rand und Band. Sie feiern ihr Team und alle, die Spieler rennen auf Georg Koch zu, begraben den Torwart unter sich. Der MSV Duisburg ist zurück in Liga 1. Georg Koch hat heute alles gehalten und das hieß Arnpo hat das entscheidende Tor erzielt in der 8. Spielminute. Der MSV Duisburg ist zurück in der Belle Etage des deutschen Fußballs. Was ist das für eine Mannschaft? Auf diese Mannschaft muss man als Duisburger einfach schauen.